Hallöchen meine Freunde und willkommen zu einem weiteren Video. Endlich ist es soweit, Riders back in town. Für wie lange fragt sich? Keine Ahnung, aber erstmal willkommen zu einem neuen Projekt. Kebab Chef Simulator aka der Restaurant Simulator. Wenn es euch gefallen, wenn es euch gefällt, lasst gerne mal ein Like da. Ja, wir werden natürlich anfangen. Ich werde ein neues Spiel. Tutorial. Ich weiß halt. Die Frage ist ja, ich glaube, die meisten Leute kennen das Spiel, also braucht kein Tutorial, oder? Ja, also spielen. Wir beginnen mit einem neuen Spiel. Ja, die Frage, die ich heute beantworten will: Wo war Ryder die ganze Zeit? Und warum habe ich auf F10 meine Aufnahmetaste gedrückt, wenn ich weiß, F10 macht? Ja, ist alles sehr merkwürdig. Warum ich F10 benutze, obwohl F10 das hier macht. Dass dieses Fenster alles da ist. Ich habe keine Ahnung. Ist aber erstmal nicht so wichtig. Warum kam in letzter Zeit gar nichts? Keine Shorts, keine Videos, kein gar nichts. Die Sache ist, ich bin in einer Vollzeitstelle. Das habe ich mal im Livestream angesprochen. Und jetzt kann man natürlich sagen, yo, andere schaffen es ja auch, ne? Eigentlich schon. Nur, momentan ist es so stressig, dass ich in zwei Küchen auf einmal bin, quasi. Ist aber jetzt auch erstmal schnurzpiep egal. Ich möchte mich auf jeden Fall dafür recht herzlich entschuldigen, dass ich so wenig Content gebracht habe, auch egal ob es YouTube Shorts war oder generell. War auf jeden Fall kacke, wird auf jeden Fall wieder vorkommen. Und das ist unsere schöne Wohnung. Kurz die Nachbarn bespannen. War mal jemand da? Hier habe ich mein Klo. Das ist sehr gut. So, da hinten haben wir unser Restaurant. Ich glaube, ihr kennt Kebab Chef Simulator, ne? Ich glaube, ich muss hier oben. Ich muss euch auf jeden Fall nicht erzählen, wie das Spiel hier funktioniert. Man weiß es oder man weiß es nicht. Wenn euch dieses Projekt auf jeden Fall gefällt oder ihr eventuell Bock habt, das als Let's Play Together zu ballern, ne? Sagt Bescheid, Interesse besteht. Müssen wir natürlich erstmal aufräumen. Muss gar nicht aussehen wie bei euch unterm Sofa, ne? Ja, ich habe auf jeden Fall eine Menge zu tun gehabt. Und die Tage versuche ich mir aufzunehmen, eventuell auch live zu streamen. Will es aber nicht versprechen, ja, aber ich gebe mir Mühe und ich weiß nicht mal, wann ich dieses Video eigentlich hochlade. Ich hoffe ja heute noch. Aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Aber jetzt haben wir erstmal so. Speisekarte mit Grillfleisch. Okay, brauchen wir Tomate, Basilikum, was eigentlich Petersilie ist. Easy. Dann holen wir uns eben kurz schnell die Zutaten. Hallo, Herbert. Steht ab. So. Dankeschön. Ne, ich habe auf jeden Fall kein Problem. Ja, ich klinge nasal, weil ich gerade vor der Aufnahme Fett genossen habe. Ich habe ein Messer. Ja. Ich habe eigentlich alles. Alles. Ich habe kein Problem damit, mit anderen Leuten aufzunehmen. Bruder. What the frick? Zwei davon und Tomate. So, davon fünf. Danke, Monte. Ich habe auf jeden Fall kein Problem, mit jemand anderem aufzunehmen. Und ich wollte auch mal Perfect heißt 2 starten. Also wenn jemand Bock hat von euch. Sagt gerne Bescheid. Perfect heißt suchtig momentan auch. Ich suche momentan eine Menge Games, muss ich zugeben. Ja, ich könnte sie natürlich jetzt auch im Karton lassen, aber ich habe halt gar keinen Bock drauf. Ich muss auch noch Kohle kaufen. Oh, ist das ein Luxus, wenn man die Kohle hat. Wenn man keine Kohle braucht, ist es ein Luxus, wenn man schon den richtigen Gasofen hat. So. Ah ne, habe ich noch alles hier. Sehr gut. Anzündholz. Bisschen Kien sparen drauf. Ja, mach doch jetzt an, Junge. So. Perfekt. Ich weiß, wie das Spiel funktioniert. Ich muss aber nochmal das Rezept nachgucken. Weil Salz und Pfeffer 3 Gramm jeweils. Okay.
1, 2, 3, 1, 2, 3. Sehr, sehr geile Sache. Ja, da ich sowieso auch in der Gastronomie und so arbeite, weiß ich halt nicht, ob das so spannend ist, weil ich mich mit den Stresssituationen im echten Leben tatsächlich auskenne. Das packen wir dahin. Teller hier zumachen. Hier, bam. Bam. Ist auch gar kein Problem. Petersilie können wir schon mal vorbereiten. F. Blub. Oh, umdrehen. Ja. Ja, und das ist schon das gute Fleisch. Das ist jetzt nicht so spannend. Ich habe einen Spielstand. Da habe ich durch einen Bug tatsächlich 12 Millionen oder so. So, servieren wir das mal. Bumm. Dankeschön. Passiert. Kann ich mir jetzt schon theoretisch... Ja, ist nicht komplett doof, ne? Nur ein bisschen. Ne, mehr brauche ich davon nicht. Dankeschön. Dann bereiten wir es einfach vor. Bevor wir es aufmachen, kann ich einfach die Hitze von der Kohle eh nehmen. So und so. Weil früher oder später werden wir nicht mehr die Zeit haben, alles vorzubereiten. Ihr wisst Bescheid. So, 6 bis 8 Kunden, das ist jetzt noch relativ gechillt. Kocht ihr eigentlich privat mit Mikrowelle? Kann man mit Mikrowelle eigentlich kochen? Man erwärmt ja nur in der Mikrowelle, ne? Ja, Ryder sagt, er arbeitet in der Gastronomie, fragt aber solche Fragen. Da kannst du dich auch senken. Und meine Nase der gerade. Moin! Ryder, das hat geöffnet. Ich habe zwar noch keinen Namen, aber kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Jetzt hätte ich so lange das vorher noch alles. Bereiten wir halt vor. 1, 2, 3. Ja, aber das Gefühl habe ich ja bei den Pizzen gesehen. Dass man auch Twitch mit einbinden kann. Ich esse aber nicht Livestreamer. Na, schmeckt's? Na, alles Taco bei Ihnen? Bei Ihnen auch alles Taco? Perfekt. Und so, damit haben wir unser erstes Geld verdient. Na, schmeckt? Ja, perfekt. Vielen Dank, vielen Dank. Keine Lobeshymnen schreiben, Freunde. Ich bin einfach nur ein einfacher Koch. Ja, auf jeden Fall perfekt heiß. Habe ich wohl Bock drauf. So viel ist Bock. No pun intended. So. Ja, das muss so. Na, war lecker. Das Essen ist nicht mehr drin. Hä? Dürfte ich bitte? Danke. Hallo. Laufen und servieren. Bam. Easy Snack. Oh. Auch Easy Snack. Oh, so wollen, okay. Leg die mir ein Ei auf den Tisch. Globe hackt. Dann haben wir noch ein bisschen was. Okay, okay, okay. Freunde, Vorbereitung ist alles. Du musst bezahlen, dann bezahl doch mal. Bam. So, kleiner Trick von mir aus. So. So, geil. Dann stellen wir das hier hin. Wieso wollt ihr immer mehr? Ich verstehe das nicht. Jojo, ihr könnt ihr da mal was phrasen. Schnell. Ja, passiert. Ich habe mich halt ein bisschen verquatscht mit den Kunden. Du bist so. Harald, der ist halt jeden Tag da, was willst du machen? Du wirst bezahlen. Das ist in Ordnung.
dürft alle bezahlen, wenn ihr wollt. Du hast mir auf den Tisch geeilt. Ihr seid also widerlich. Thaddäus. Dankeschön. Raus. Ach, der Thaddäus, ne? Das ist ein Typ. Ich habe aber doch hier. Nee, Speisekarte war nicht. Das war hier. Inventar. Osterkorb. Baue ich den halt dahin. Dann haben wir schon unser erstes Ei. Hier nur noch eins. Das können wir auch runternehmen. Hier rein. Und dann waschen wir eben kurz. Natürlich erstmal das geschlossene Schild. Sorry, we are open. Na, dann putzen wir nochmal kurz. Sie, ich mach putzen. Sie. War das Consuela? Ich glaube schon, ne? Und natürlich, wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wie dieser Laden heißen soll. Ich bin für Vorschläge offen. Insider sind auch gerne erwünscht. Und ich würde das gerne so machen, dass eine Folge ein Tag ist. Also, sprich, ist die Folge gleich vorbei. Ist immer schön, darüber zu reden. Ich muss gucken, ob ich meinen alten Spielstand damit nicht überschreibe, aber ich glaube eher nicht. Ja. Freunde, dann verabschiede ich mich jetzt schon. Wir sehen uns nochmal. Ich habe ein bisschen Teller. Digga, wie lange brennst du? So. Bam. So, dann wollen wir mal ihn Licht ausmachen. Und den Tag beenden. Perfekt. Einen haben 9 Stück verkauft. 500 ausgegeben. Ja, neues. Nehme ich. Freunde, ihr wisst ja, wenn es euch gefallen hat, nippelt ein Like raus. Würde mich sehr unterstützen. Und wir sehen uns im nächsten Part. Wenn ihr Bock habt, haut rein. Ciao, ciao.